Ich komme von der Schause. Der Sovi-Stammtisch. Dieses Mal Trump, Demoskopie und Gesundheit, Gesundheitsmaßnahmen und ihre Ideen und Heuristiken im Alltag und in der Wissenschaft. Mit dem juristischen Akt, das finde ich, glaube ich, ganz cool. Achso, ja, wir wollten uns ja darüber unterhalten, warum die demoskopischen Institute gescheitert sind an Trump und haben beschlossen, dass wir das nicht jetzt machen, weil wir da einige Sachen erst recherchieren müssen. Jetzt gibt es ja zwei Institute, die genannt wurden, die richtig lagen und die anderen 240 lagen alle falsch. Und jetzt ist es so, da wird ja kritisiert manchmal die Empirie. Ja, die können das nicht richtig. Und jetzt will ja Clinton klagen. Ja, es wird ja zumindest vorgeschlagen. Also ich glaube, sie selbst hat sich da noch nicht zu geäußert. Das heißt, wenn jetzt der Gerichtshof sagt, okay, die Wahl findet nochmal statt oder weiß nicht, oder vielleicht sagt er gleich, hör mal auf, Trump wird's nicht oder so, dann wird per juristischen Akt die Qualität der Empirie wieder zurechtgerückt. Ja, wobei das ja auch eine Verkürzung ist, weil was die demoskopischen Institute machen, ist ja nicht, die sagen ja im ersten Schritt nicht, Trump gewinnt oder Clinton gewinnt. Mhm. Die sagen ja, entweder, wenn man, das wäre jetzt eher das deutsche Modell, wenn du Verhältniswahlrecht hast, die Prognose für eine Partei ist der entsprechende Prozentsatz mit einer entsprechenden Fehlerwahrscheinlichkeit. Mhm. Bei der Trump-Clinton-Situation war ja zumindest die ich gelesen habe, oft so stochastische Angaben. Also mit 97% Wahrscheinlichkeit gewinnt Trump oder gewinnt Clinton. Oder mit 68% Wahrscheinlichkeit gewinnt Clinton. Und denen kann man ja noch nicht mal vorwerfen, sie wären falsch. Weil eine 3%ige Wahrscheinlichkeit des Sieges von Trump ist ja immer noch keine statistische Unmöglichkeit. Glaube ich, bei gar keiner Wahrscheinlichkeitsaussage sagen, genau. Ohne sie nachgerechnet zu haben, sie ist falsch. Zumindest nicht, wenn sie binär ist. Also du kannst sie binär, du kannst sie, ja, nee, auch so kannst du sie eigentlich nicht anhand des Ergebnisses in richtig und falsch. Das stimmt. Weil auch eine 1%ige Wahrscheinlichkeit, genau, bedeutet ja, dass zu einer 1%ige Wahrscheinlichkeit es vorkommen ist. Kann. Und wenn, genau, es dann vorkommt, sagt man, die Vorhersage war falsch. Das, was du halt im Grunde brauchst, ja, nicht, ist eine Reihe von Vorhersagen, wo du dann eben gucken musst, ob die Fehlerhäufigkeit in der Vorhersage höher ist, als die Wahrscheinlichkeit es angeben würde. Also wenn ich 20 Vorhersagen mache, wo ich immer sage, das ist nur 1% wahrscheinlich, aber 20 Mal passiert genau diese eine Sache, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Prognosen was schiefläuft, relativ hoch. Aus aber, einer einzelnen Stichpunkt-Dings kann ich das. Nur die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Das ist, also klar, wir rechnen ja, also es geht ja alles nur über Wahrscheinlichkeit. Ja, eben. Das erinnert mich immer, ich glaube, an ein grundsätzliches Problem beim Verständnis von stochastischen Vorhersagen und so weiter, was man auch vielleicht jetzt bei den Leuten näher ist, so im medizinischen Bereich, wo gesagt wird, ja, Rauchen, die Aussage, die fällt, ist, Rauchen verursacht Krebs. Aber es ist ja nicht das, was wirklich gesagt wird, sondern es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass, wenn du rauchst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du an Krebs erkrankst. Ja. Dann wurde immer gesagt, guck dir den Helmut Schmidt an. Der hat ewig geraucht, so, ne, und wie alt ist er geworden? Ja. Na, und wem war das? Die Mehrzahl von Anekdote ist nicht Fakten. Ja, genau. Ja, und das ist halt der Punkt. Das ist natürlich, Daten. Auf der anderen Seite muss man natürlich deswegen sagen, eine Wahrscheinlichkeit hat für einen Einzelfall überhaupt keine Aussagekraft. Genau. Wenn man sich überlegt, geh mal zum Arzt und der sagt, ich schlage Ihnen eine Behandlung vor, die führt mit 85%iger Wahrscheinlichkeit zum Tod. Oh, hat für mich als Einzelfall keine Bedeutung. Da wirst du auch anders denken. Ja, für die Entscheidung hat es eine Bedeutung, aber das liegt ja daran, wie wir unsere Entscheidung sehen. Aber wenn du jetzt eine Operation machst und die Sterblichkeitsrate bei dieser Operation liegt bei 5%, dann sagst du, ja, mache ich, das ist ja so unwahrscheinlich. Bloß, du bist ja nicht zu 5% tot am Ende. Ja. Entweder du bist tot oder du bist nicht tot. Da gibt es ja nicht keinen Grund. Deswegen ist es halt für den Einzelfall, ist es überhaupt unbedeutend, wie die Wahrscheinlichkeitsverteilung dann ist. Wenn du dann wieder 10 Leute operierst, dann ist es natürlich ein Unterschied. Und auch dann ist ja nicht gesagt, es geht ja auch nicht darum, ob das eine Bedeutung hat, sondern ob das widerlegt oder bestätigt werden kann. Und das können Einzelfälle mit statistischen Aussagen nicht. Ja. Was interessant ist, dass Ärzte recht schnell schnippeln und recht gern operieren. Und ich habe mir überlegt, wieso. Und das hängt, glaube ich, auch mit der Wahrscheinlichkeit zusammen. Wenn jetzt ein Arzt sagt, 5%, also im bekannten Fall ist das jetzt so, war die Frage, ob die sich die Schilddrüse operieren lässt und so. Und dann habe ich so ein bisschen nachgeguckt. Und wenn jetzt so bei 5%
das ist jetzt übertrieben, aber so bei 5% du Ärger kriegen kannst, wenn du nicht eine OP machst, dann wirst du als Einzelperson vielleicht sagen, ach, gehe ich ein, das Risiko. Ja. Der Arzt hat dann aber auf die 100 Fälle, ja, weil er mehr, hat er dann 5, die ihn an Karren fahren. Und dann sagt er sich, na, genau, bevor ich das mache, rate ich doch lieber, weil meine Evidenz, meine persönliche, sagt, wenn ich den anders einen Rat gebe, dann klopfen die an der Tür. Ne? Und ja, dann ist die Wahrnehmung eine Sache. Und dann wollte ich den Dominik, der da sitzt, unser Medizinsoziologen, wollte erzählen nochmal die Geschichte mit dem Rauchen. Dass das eventuell so schädlich gar nicht ist, beziehungsweise nur für bestimmte Klassen schädlich. Das ist vielleicht ganz interessant. Ja. Du hast keine Lust. Bedingt, ich weiß du nicht, wie gut es gerade dazu passt, aber ey, das ist der Stammtisch. Genau, in der ganz verkürzten Version mache ich es mal. Ja. Es gibt eine relativ große prospektive Kohortenstudie in Großbritannien, die heißt Whitehall Study. Das Whitehall ist so ein Gebiet in London und jeder, der dort im öffentlichen Dienst arbeiten möchte, macht automatisch bei dieser Studie mit. So, das ist damit gekoppelt. Und die werden halt kontinuierlich, weiß nicht in welchen Abständen, bestimmten Untersuchungen, Befragungen, alles Mögliche durchzogen. Und dann kann man so über deren Leben beobachten, was passiert mit denen, bei welchen Risikofaktoren. Ja. Und da gibt es eben dieses, man hat eine bestimmte Vorstellung halt gehabt, wie schädlich halt Rauchen ist. Und dann hat man da halt solche Präventionsmaßnahmen, also Raucherentwöhnungsmaßnahmen gemacht und dann halt auch beobachtet, erhöht es dann deren Lebenserwartung wieder, ne, wenn man dann doch aufhört. Und es ist tatsächlich so, aber nur bei der Oberschicht und oberen Mittelschicht. So, wenn du kannst ja als Unterschichtler das Rauchen quasi abgewöhnen, das hat aber für dich fast keinen Effekt gesundheitlich. Okay, so, ne? Interessant. Und also das klingt jetzt wahrscheinlich für jemanden, der da von außen so drauf schaut, nicht ganz tief drin steckt, so, ne, eben als sehr interessant so. Ne, also jetzt danke, da bin ich einer von draußen, weil ich es interessant fand. Ja, genau, ist okay. Auch so, ne, so ja, weil man hat da so einfache Modelle, so als Medizinsoziologe sagt man, naja, haben wir eh schon die ganze Zeit gesagt, dass es so sein wird. Die These hat sich sozusagen eher bestätigt. Und woran liegt das? Diese ganze Diskussion, es gab eine sehr große, oder gibt es auch immer noch die Diskussion, zwischen den Schichten, Klassen, wie auch immer, soziale Ungleichheiten in der Gesundheit, sagen wir. Ja. Woher kommen die? Und es gibt so unterschiedliche Erklärungspfade, wo welche sagen, das in erster Linie, weil die sich so verhalten, die rauchen, saufen und so weiter. Ne? Alles deren eigene Schuld, eigene Verantwortung. So. Und dann gibt es sowas, was ziemlich stark die Gegenposition ist, die sagen, das sind in erster Linie die Lebensumstände. Ne? Wenn du da halt die gefährlichen Jobs ausführst oder so, ne? Auf dem Rangierbahnhof stirbst du nun mal doch leichter als im Büro, ne? Oder halt im Hochbau, Tiefbau und so weiter. Und und dann gibt es natürlich auch die Diskussion, dieses Verhalten, inwiefern ist es frei wählbar oder hat eben auch mit deinen Lebensbedingungen zu tun. Also das kann man gar nicht so entgegensetzen. So. Und daher kommt überhaupt, kommt eben diese Untersuchung her, diese Hypothesen. Mhm. Und wo der Soziologe sagt, wir glauben, natürlich gibt es so einzelne Sachen, die im Verhalten dann was mit dem Verhalten zu tun haben. Aber A, glauben wir, die haben weniger Bedeutung für Gesundheit und Lebenserwartung als die Umstände so direkt. Und zudem sind sie auch zum gewissen Teil Ausfluss dieser Umstände. Ja. Das heißt, für die Unterschicht bedeutet, die sterben einfach eher, bevor sich die positive Wirkung der Rauchabstinenz dann irgendwie ausschlägt, sind die schon alle tot. So, also übertrieben gesagt. Du hast mir in deinem Regal ein Büchlein gezeigt, wo die Konsultationszeiten drin sind, der verschiedenen Oberschicht, Mittelschicht. Und da war sehr deutlich, dass die Unterschicht vom Arzt, also weniger Zeit vom Arzt auch beansprucht als die Mittelschicht. Können wir jetzt nicht rausholen, ne? Werden wir nicht finden auf die Schnelle. Nee, das können wir. Aber das habe ich so in Erinnerung und es sind dann so ganz viele kleine mögliche Faktoren, die dann eine Rolle spielen, warum du einfach eher
abdankst. Ja, also wobei, was ich dir damals gezeigt habe. Todesursache 1. Bei diesem Forschungszweig ist es im Moment so, das muss man auch dann etwas spezifisches Gesundheitssystem machen, da weiß man es nicht so einfach in Deutschland. Da sind die Befunde etwas heterogen. Dann müssen wir beim nächsten Mal den Faktencheck machen. Du hast einen Finger mir nicht drauf gezeigt, auf eine Statistik hier. Ich weiß aber nicht mehr, das ist schon lange her. Welches Buch? Ja. Aber wenn schon, scheint es so zu sein, dass es eher die Qualität der Versorgung ist. So. Ja. Der Bildungsbürger kann da mal kritisch nachhaken und lässt sich nicht abwimmeln. Ja. Und so. Also der bekommt eine andere Qualität, aber möglicherweise sogar in einer kürzeren Zeit. So. Wie viel die Gesundheit und soziale Ungleichheiten in der gesundheitlichen Versorgung, medizinischen Versorgung, dann die es ja scheinbar gibt. Wir wissen noch nicht, in welchem Ausmaß. Aber selbst wenn es die gibt, wer sagt denn, dass die medizinische Versorgung überhaupt was mit Gesundheit und Lebenserwartung zu tun hat? Also zumindest aus medizinsoziologischer Sicht gehen wir davon aus, dass sie vergleichsweise wenig damit zu tun hat. So, also da ist so, die kann man so ganz grob sagen, die These ist, naja, man hat... also jetzt im Vergleich zwischen verschiedenen Gruppen, nicht im Vergleich zu jetzt von vor 200 Jahren. Nee, schon eher so im Vergleich von jetzt zu 200 Jahren, okay. Beziehungsweise eigentlich, was wir meinen, ist eher das, naja, wir haben jetzt 350 Milliarden im Gesundheitssystem, ne? Ja. Und was kann man mit 350 Milliarden noch machen, was auch Einfluss auf Gesundheit hat? Ah, okay. So, ne? Und da ist so die grobe These, naja, da könnten wir mal deutlich mehr als die Hälfte wegnehmen so, ne? Und die wahrscheinlich einfach in einem besseren Bildungssystem stecken, was immenses Geld wäre, das ist ja gar kein Vergleich. Und also wenn man da mal 80 Milliarden rausnehmen würde und sagen würde, ja, wir machen mal ein besseres Schulsystem, so vor allen Dingen für sozial Benachteiligte, dann würde da viel mehr Volksgesundheit rauskommen. So. Wobei man sich natürlich auch die These noch immer, ja auch quasi die andersrumme These ist, dass natürlich Kranke viel stärker in der Gefahr stehen, sozial abzusteigen. Ja. Das ist ja auch noch ein Gegenprozess, der natürlich auch noch da irgendwie mit reinspielt. Ja, das widerspricht jetzt aber natürlich nicht der These, was du jetzt beschrieben hast, dass wir unsere höhere Lebenserwartung dem medizinischen Apparat schulden. Das könnte ja so sein, dass wir einfach an eine Grenze gekommen sind der Medizin, jetzt momentan, im Gegensatz zu vor 200 Jahren. Also, okay. So rein theoretisch. Ich weiß nicht, wie der Diskurs da läuft. Ja, gerade. Also ich kann jetzt mal, es gibt die sogenannte McCune-These. So, ne? Und danach ist es so, dass man, also erstens sagt, klar, es hat, man spricht von einer Verschiebung im Krankheitsspektrum oder sowas. Früher waren das vor allen Dingen akut Krankheitsfälle. Ja. So. Da passt das biomedizinische der Ansatz passt da auch sehr gut und liefert da gute Ergebnisse. So. Aber was weiß ich, Unfälle, Arbeitsunfälle gehen zurück durch Arbeitsschutz und so weiter, was ja nicht biomedizinisch ist, das sind eben andere Ansätze. Und was sie jetzt vor allen Dingen haben, sind so diese chronischen Erkrankungen. Mhm. Und da erweist sich gerade der biomedizinische Ansatz als zwar sehr teuer, aber wenig effektiv, ja. Also insgesamt total ineffizient. Das ist das eine. Und bei dem anderen, was Sie sagen, ja gut, aber wir haben das Penicillin erfunden. Und ohne Penicillin so, Tuberkulose, halt ja. Europa wäre dahin gerafft. So. Und McCune hat halt mal untersucht, so, wann ging die Sterblichkeit, die Tuberkulose-Sterblichkeit stark zurück und welche Sachen wurden da erfunden, die das verbessert haben und wann kam das Penicillin dazu. Und das kam eben relativ spät dazu, so dass das Penicillin zwar was ist, aber so, dass man so Hygienemaßnahmen... Mhm. Also beispielsweise die Erfindung der Nahrungskonservierung in diesen Blechkonservedosen, ne, hat einen viel stärkeren Effekt gehabt auf den Rückgang von Tuberkulose-Sterblichkeit, also ein Mehrfaches von dem, was Penicillin dann gebracht und denn hat. Und ich glaube, vielleicht muss man da auch zwei Sachen nochmal unterscheiden. Nämlich komme jetzt auch als Naivling so ein bisschen von außen da drauf. Du hast jetzt natürlich Tuberkulose-Sterblichkeit untersucht. Du hast natürlich dann dazwischen noch den Bedingungsstopp quasi der Infektion. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass durch Hygienemaßnahmen und Ähnliches in erster Linie die Inzidenz der Infektionen nach unten treiben. Während wenn dann die Infektion einmal da ist, sie eigentlich keinen Effekt mehr haben.
oder ja. noch einen sehr schwachen, vielleicht noch Ansteckung, Weiteransteckung und sowas verhindern, ja. aber eben für die Person, die sich infiziert, dann doch mal hat, dann doch eben, was du gerade den biomedizinischen Ansatz, biophysikalischen Ansatz genannt hast. Genau. Also den würde jetzt auch gar keiner komplett über Bord werfen wollen. Ja. Die Frage ist nur, also ich meine, besser ist sowieso erst gar nicht infizieren. Genau. Das ist eh das Bessere genau. Und dann ist halt jetzt die Frage so, mal um in diesem Bild zu bleiben, was jetzt zwar etwas überholt ist, wie viel Geld von dem in Heilung steckt, wollen wir da drin stecken haben und oder wollen wir davon was abziehen und quasi in Prävention stecken, dieses Vermeiden, was ja insgesamt besser wäre. Ja. Und es klingt jetzt so ein bisschen, naja, kann man das überhaupt so debattieren? Also spätestens dann, wenn Werbekampagnen von der Pharmaindustrie gemacht werden, die forschende Pharmaindustrie, wir brauchen mehr Geld, so, ne? Da geht es ja nur, also da geht es ja gar nicht darum, irgendwie was Vorhandenes oder sowas würde weniger werden, sondern es geht ja darum, so wie viel Geld in der Hoffnung darauf, dass die was entwickeln, stellen denen zur Verfügung. Und da muss man spätestens mal schauen, ja, okay, was waren denn überhaupt eure Erfolge? So. Ja. Und die probieren die zwar dann aufzupauschen, so mit verwirrenden Statistiken vor allen Dingen, die nicht falsch sind, aber die Menschen verwirren. Und da müsste man eben deutlich, also das ist im Prinzip, das ist wie Mafia, diese Fernsehwerbung. Ja, setzen die Pharmaindustrie, nehmen die Geld von dem, was der Staat denen zur Verfügung steht, auch fürs Marketing? Ist ja, das, na klar. Weil die, das Einnahmen. Die Marketing, weil das, Aufklärung. Weil das, ich habe mal, ich weiß nicht wie viel, aber es waren horrende Summen prozentual, was die im Vergleich zum Marketing, zur Neuentwicklung von Medikamenten, also wo sie sehr viel Geld reinstecken, sind Medikamente, die Symptome lindern, weil die kannst du den dauernd verkaufen. Aber wenn es jetzt wirklich um Grundlagenforschung geht, Krankheiten auszumerzen, wird gar nicht viel reingesteckt und ein Riesenbatzen an Marketing. Und das ist, also, wenn man, also das ist für einen Steuerzahler eigentlich dann der Horror. Ja, ich glaube, ich meine, es ist ja auch so, dass, ich meine, ich kann das jetzt aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive, ist das natürlich sinnvoll, dass die das machen, weil eben diese grundlegenden Forschungen, die sind erstens unglaublich sackenteuer. Weil du sie, also nicht unbedingt, weil jetzt Gerätschaften so teuer sind oder sie so lange dauern, sondern einfach, weil du mit unglaublichen Ungewissheiten da reingehst. Ja. Weil du eben komplett neu anfangen musst. Das ist das Erste. Und zweitens, das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, ich nehme mir doch meine Kunden nicht weg. Weil wenn ich das mache, dann habe ich natürlich auch meine ganzen Symptomtherapien, die ich dann habe, kriege ich dann auch nicht mehr an Mann gebracht. Ich will das gar nicht so bewusst unterstellen, so, ne? Die sind immer böse. Sondern ich glaub, das kann man. Das ist dann ja auch so ein Punkt, wo man eben sagt, okay, da kommt dann sowas wie universitäre Forschung ins Spiel. Ja. Die dann eben diese Grundlagenforschung auch dann vollstaatlich finanziert erstmal abdeckt, bis zu einem gewissen Punkt bringt, wo die dann auf dem Stand ist, wo sie dann ökonomisch verwertet werden kann. Also vielleicht mal zu den beiden, was sie gesagt hat, nochmal zwei Dinge, um es bei dir zu berichtigen und bei dir sozusagen, um noch ein weiteres Argument mit reinzubringen. Also wenn man es jetzt in Deutschland sieht, ist diese also Pharmazieentwicklungsarbeit, die ist nicht steuerfinanziert im Wesentlichen, sondern das ist ein privater Sektor. So, die erwirtschaften mehr oder weniger, also es sind normale Privatwirtschaftsunternehmen. So, und die Gelder kommen nicht, da gibt es keine Steuerforschungsgelder, sondern die betreiben wirklich richtig viel Forschung und machen das von den Gewinnen, von den Umsätzen, die sie machen. So, dazu muss man halt wissen, im Gegensatz zu einem normalen Unternehmen, ne, ist nicht so, dass das Angebot-Nachfrage so einfach, sondern da gibt es dann halt Tarife, so, die dann geregelt ist. Und da ist es halt so, es gibt quasi nirgends auf der Welt werden Medikamente so teuer verkauft, wie sie in Deutschland verkauft werden. Und die Industrie sagt, ja, aber ihr macht da ja einen guten Dienst für den Rest der Welt, weil das, was wir mehr bei euch in Deutschland verdienen, stecken wir in die Forschung und es kommt allen wieder zugute. So, ne? Das erzählen die so nach außen. So, und also es sind eben nicht Steuern so und auch diese Grundlagenforschung ist im Wesentlichen eben eine Forschung, die da in Wirtschaftsunternehmen stattfindet. Aber Staat gibt doch
Projekte, Forschungsunterstützung? Nee, aber das ist im Wesentlichen finanzieren die das. Und wenn die dann mit Universitätskliniken zusammenarbeiten, dann finanzieren die wieder die Ärzte dort, die Studien durchführen. Also da wandert eher von der Pharmaindustrie Geld in die Universität, als dass es umgekehrt der Fall ist. So, ne? Und dann, wo dann auch zum Beispiel das auftritt, wo man sagt, okay, wie unabhängig ist jetzt diese Universitätsforschung noch so, hat man so, okay, und das, was du halt gesagt hast, ist zwar ökonomisch ja ein ganz wichtiger Punkt, so auch eben Gesundheitsökonom natürlich klar. Die Frage ist aber dann halt trotzdem, da geht man, ist vielleicht auch eher dann eine soziologische Denke. Die bringt, also diese Forschung ist natürlich teuer. Wir quasi, sage ich mal, nach jetzigem Stand sozusagen nichts hätte. So, ja. Diese Forschungsfinanzierung, ne, da kann er ja nur sagen, na, vielleicht hilft es auch mir was. Ne? Ja. Möglicherweise aber auch nicht. So. Klar. Also da ist ja nicht irgendwie so ein Fakt. Also irgendwas wegnehmen, jemandem ein Medikament wegnehmen, was er braucht, ja. ne, und das ist problematisch. Aber eben Forschung, so, wo man sagt, wie kriegen die was? Auch das ist problematisch. Also, weil das ist jetzt eher so ein sozialpsychologischer Ansatz, weil das ja auch was mit dieser Wahrnehmung zu tun hat. Das ist eine Krankheit, die muss ich heilen. Wenn ich jetzt nichts tue, dann stirbt er. Und wenn ich jetzt aus einer Perspektive rankomme und sage, okay, wir haben jetzt angenommen mal für alles Heilung, dass da keine Todesfälle mehr hat, dann ist egal, wie viele Leute sich hier infizieren. Wir können sie alle retten. Ja. Wenn wir aber sagen, wir können alle daran hindern, sich anzustecken, bis auch zu 5.000. Ja. Aber die 5.000 haben dann Pech gehabt. Ja. Auch jetzt in 20 Jahren mal irgendwann, also so prospektiv genannt, ist halt auch scheiße. Also ich glaube, und da, solange es eben nicht gelingt, Krankheiten komplett auszurotten, wie es jetzt mit dem Masern verzweifelt versucht wird, muss ich halt immer irgendwie die Medikation im Hintergrund haben, weil sonst gehen die Krankheiten auf so ein geringes Inzidenzniveau runter, dass die sie dann haben, halt echt gekniffen sind. Ja. Also die Frage ist jetzt eben auch nicht, dass wir uns falsch verstehen. Diese Medikation, die wir zum Beispiel jetzt haben, davon braucht man ja nichts wegnehmen von dem, was wirksam ist. Das muss man auch mal sagen. Ja, klar. Wir haben auch noch ganz viel, da wird einfach Geld rausgegeben. Natürlich. Können wir uns auch komplett sparen. Natürlich. Ja? Das ist ja wirklich nur die Frage der Fortentwicklung. Man muss ja jetzt mal sagen, beispielsweise Krebsforschung gibt es, was weiß ich, seit mindestens seit den 50er Jahren. So, ne? Und da ist, also es ist nicht so, dass man sich richtig davor schützen könnte. So, natürlich, also es ist nicht so, weißt du, du bekommst ein Medikament, bist dann gesund und kannst keinen Krebs mehr bekommen natürlich. Oder so, oder wie so eine Krebsimpfung. Ja. Das sind ja Dinge, wo man dran ist, man hätte gerne so eine Krebsimpfung, weiß jeder, okay, Krebs kann ich nicht mehr bekommen, ne? Ja. Oder wenn ich bekomme, 100% Heilungschance, aber so ist es ja nicht. So. Und es gibt auch, oder es gibt eben eine Reihe von Krankheiten, wo man dann halt auch sagt, naja, da haben wir bis heute eben noch gar nichts gefunden, du hast diese Krankheit und wirst sterben. So, ja. Ne? Es ist einfach insgesamt, also was diese Forschung, die gesamte Diskussion natürlich so schwierig macht, ist, naja, jeder möchte natürlich nicht sterben müssen und so weiter. Ja. Und jeder möchte was seine Gesundheit. Gesundheit ist überhaupt so ein Thema, Gesundheit ist das höchste Gut. Nur was, also, und da finde ich so die Gesundheitsökonomen auch ein Stück weit heilsam, die sagen, habt ihr vollkommen recht, nur Ressourcen sind begrenzt. So. Ja. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir die begrenzten Ressourcen eben aufteilen. Ja. Weil alles Denkbare, gerade wenn man noch reinnimmt, Potenzielles, ne, dann ist es ja unendlich groß. Aber wir haben keine unendlichen Ressourcen. Und es geht nur darum, die Ressourcen optimal zu verteilen. Ja. So, das ist mal das Erste. So, und da, die Debatten werden einfach so schwer, die sind so aufgeladen. Ne? Dann ist natürlich klar, alle, die einigermaßen gesund sind, ne, die haben ein anderes Verhältnis, wie wenn du eine Krankheit hast. Ne? Also diese Patientenverbände beispielsweise, die ja mittlerweile Mitbestimmungsrecht auch haben, das sind total irrationale Entscheidungen. So, die sind in der Regel so drauf, die sagen sich, okay, also die Evidenzlage ist so, wir wissen, also
das Medikament bringt uns nichts mehr als ein vorhandenes Medikament, kostet aber das Dreifache. Wir sind aber einfach mal dafür, die Allgemeinheit soll das jetzt für uns bezahlen, so, ja. Und wir nehmen das jetzt mal. Und es heißt nur, ne, dass es vielleicht doch einen minimalen Effekt gibt. Kann man sagen, klar. Versteht man aus deren Meinung, nur irgendjemand stirbt vielleicht, weil dem was Grundlegendes fehlt, ne? Weil die meinen, sie müssten das klar. haben. So. Und man ist immer schnell in richtig krassen Diskussionslagen drin. Das erschwert es nur trotzdem. Ja, also ich bin so ein bisschen im Sinne von Rational Choice schon auch angefixt. Ne? Was vielleicht eine interessante Frage ist, ist ja dann, warum wird medizinische Versorgung, warum ist die so strukturiert, warum sind die Verteilungsmuster so, wie sie sind? Die werden, wie es halt so oft ist, gerade im wirtschaftlichen Bereich, hat es halt wenig mit vernünftigen Entscheidungen und so weiter zu tun, sondern es ist halt oft in Ideologien und so weiter, es ist Weltbildern. Es sind Pfadabhängigkeiten. Ich glaube, ich würde noch nicht mal so weit gehen, dass das irgendwie so Verblendungen oder was so Ideologien sind, sondern es sind einfach Pfadabhängigkeiten und es gibt keine gesellschaftlich zentrale Instanz, die dagegen steht. Also wir haben, Medizin war schon immer so, das war der große wissenschaftliche Fortschritt, der uns auch einen Großteil der Moderne und der gestiegenen Lebenserwartung gebracht hat. So. Sehen manche anders. Das ist aber die Erzählung. Das ist die Erzählung, die da steht. Okay, ja. Und dann ist die Erzählung, die das stützt. Dann gibt es einfach die bestehenden sehr großen Unternehmen, wo das entsprechende Kapital liegt, die das einsetzen können. Dann gibt es in unserer, so wie wir unsere Gesellschaft organisiert haben, gerade in Deutschland, eben diese zentrale Rolle von Verbänden, die eigentlich eben dazu da sind, um eben demokratische Mitsprache in irgendeiner Form zu organisieren. Und eben auch, dass solche Entscheidungen im Rahmen von politischen Prozessen entschieden werden und eben nicht im Sinne von, was auch immer das heißt, rationalen Überlegungen. Nee, was ich damit sagen wollte, war, es gibt ja also die ökonomische Theorie, die lässt sich wenig durch Empirie affektieren, sondern die ist halt stark durch grundlegende axiomatische Grundsetzungen strukturiert. Im Moment halt das, was wir jetzt seit den 90er Jahren haben, ist die Neoliberalität, die auf der Theologie von Hayek basiert. Ja. Die ganz viele, und ein Teil dieser ökonomischen Theologie, die unter BWL und VWL affirmiert, ist die Fortschrittserzählung. Ja. Die Geschichte ist eine Geschichte von akkumulierten, fortschreitenden Techniken. Also Techniken akkumulieren sich. Es gibt halt die Dichotomie zwischen wahr und falsch. Ja. Was damals falsch war, also es war immer falsch, es gibt keine Perspektivenabhängigkeit und gerade bei Technik akkumuliert sich das. Und dann ist natürlich interessant, erstmal bietet sich das dann an, dass es dann in diese Biomedizin, weil das ja tatsächlich dann auch diesen Technikcharakter hat, dass da konkrete Techniken auf konkrete Körper angewandt werden. Und was auch vielleicht wichtig ist bei dieser Hayek'schen Theologie, ist, das komplette Negieren von Sozialität. Also das Soziale gibt es nicht. Das ist kein Faktor. Deswegen sind diese, wovon du auch geredet hast, also diese Maßnahmen, die vielleicht, also sozialwissenschaftliche Maßnahmen, wie also das klassische Organisieren von Verteilung und halt das Strukturieren irgendwie von Aufgaben, also die Zuteilung von Ressourcen und so weiter, dass das koordiniert wird in gewissem Sinne, dass wenn das denn ausgeblendet wird, dann fällt das ja als Maßnahmenkatalog irgendwo sowieso runter. Und ich glaube, dass diese im Moment der dominante Theologie halt auch dazu, also auch ein Grund dafür ist, warum sich Verteilungsstrukturen im Moment in der Situation befinden, wie sie sind. Weil es, vielleicht, wenn man es bourdieusch so ausdrücken will, dann sind halt gewisse, also die Entscheidungsgewalt liegt ja immer bei gewissen Gruppen und die können halt nicht. Und innerhalb dieser Gruppen kann nicht gedacht werden, was nicht gedacht werden kann. Ne? Also weil sie auf
weil Entscheidungen ja auf Grundlagen basieren müssen. Sie müssen rechtfertigt werden, sie müssen rechtfertigbar sein. Und was ist die Rechtfertigung? Und dann kommen wir natürlich, in diesen, also würde ich sagen, halt, das ist dann auch dieser kulturwissenschaftliche Bereich, da was wird denn als, was sind die Erzählungen, was die dazu führen, dass die, also wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir die Welt strukturieren, was die Grundlagen unserer Entscheidungen sind. Und dann ist es natürlich, wenn es das Soziale nicht gibt, dann ist es natürlich ein völliger Wahnsinn, in gewisse Maßnahmen zu investieren, überhaupt, die ja generell Quatsch sind. Also wenn man denn denkt, es gab halt Malthus, das war ein Theologe, das war also auch formal, war der Theologe, der einer der einflussreichsten Ökonomen geworden ist. Ja, mittlerweile ja nicht mehr. Ja, aber die malthusianische, zu seiner Zeit auf jeden Fall. Die malthusianische These ist immer noch grundlegend, wie zum Beispiel für zum Beispiel entwicklungspolitisches Denken, so, ne? Also die These der Überbevölkerung und all sowas. Und ja, gut, die okay, aber das ist ja schon eine sehr abstrakte, sehr allgemeine Fassung der These. Ja, ja, klar. Das Konzept der Überbevölkerung, okay, das mag von Malthus kommen, aber dann könnte ich auch irgendwie alles, was irgendwie zu tun hat mit, es gibt da irgendwie Konflikt zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, auf Marx zurückführen. Also das ist nicht unbedingt falsch, aber es bringt uns so. Also ja, ich habe eine ganz konkrete Frage. Dominik, du hast vorhin gesagt, lass uns mal 80 Milliarden aus dem Sektor rausnehmen in die Prävention. Was würde dann aufhören? Also wo würde das dann weggenommen werden, konkret, zum Beispiel? Also, ich kann halt sagen, was mir so spontan einfällt, wo man das gut sagen kann. Also, es in jedem Fall gibt es einige, das ist auch eine Art von Prävention, das ist sogenannte Voruntersuchung. Ne? Vorsorgeuntersuchung. Ja. Also wie die Darmspiegelung. Ne? Mhm. Das kann man komplett rausnehmen. Hätte gar keinen Effekt auf die Volksgesundheit. Würde die Lebenserwartung der deutschen Bevölkerung kein bisschen beeinflussen. Und auch was die Lebensqualität und Gesundheit der Einzelnen angeht, so würde das eben nicht beeinflussen. Es würde von 10.000 Menschen sozusagen eine Person mehr an einem entsprechend spezifischen Krebs tatsächlich sterben, von 10.000 einer mehr. Das ist im Promillebereich. Ne? Aber das ist auch nicht so wenig, das ist einer an der Hochschule. Ja, aber du musst ja gegen rechnen. Genau, ja, klar. Das Ding ist, durch diese Untersuchung, ne, da wird der Darm perforiert und vor allen Dingen werden, die machen dann was, und zwar, obwohl noch gar kein Krebs da ist, und das, was sie da machen, da passieren dann eben auch Unfälle und da sterben auch Menschen. So, dass insgesamt gesehen, man nur an was anderem stirbt. So. Und, ja, natürlich. Aber man hat Arbeit eingesetzt. Ja, genau, aber man hat Arbeit eingesetzt. Und da kann man jetzt eben mal sagen, so, ja, was kann man beispielsweise so, also das wäre was, wo man was wegnehmen kann. Ne? Oder es verbessern. Also eben diese Nebeneffekte der Untersuchung durch einen Schnelltest oder nicht-invasive Maßnahmen oder so weiter reduzieren. Wäre auch eine Möglichkeit, um zumindest den Nutzen sozusagen dieser Untersuchung. Also, vielleicht da ist man ja auch dabei. So, ja. Ne? Aber da hat es eben bislang auch nicht viel gegeben. Es gibt halt bestimmte Dinge, so, ne, wo man so ganz grob sagen kann, also wie viele Euro gehen da rein, was bringt es? Und da kann man sagen, da ist sozusagen die Rendite total beschissen im Vergleich zu allem anderen. Aha. Und da gibt es so viel, wo man dann einfach schlicht und ergreifend sagen kann, bei begrenzter Mitteln, so, wie wollen wir es aufteilen, ist das irgendwo an Stelle 10.000 oder was? Ne? Und es gibt halt Sachen, die sind an Stelle 100, da ist kein Geld da. Und da kann man es dann eben hinschieben. So. Ja. Und das wäre jetzt halt mal so ein Beispiel, wo man sagen kann, ja, Stelle 10.000, ne? Genau, hätten wir mal die doppelte oder dreifache volkswirtschaftliche Kraft, ist das vielleicht was ganz Nettes. Ansonsten lasst uns mal andere Menschen helfen. Also als alter Bourdieuianer würde ich gerne von dir wissen, ob da was dran ist. So vermuten, die Prävention, wenn sie nicht gemacht wird, wird sie deshalb nicht gemacht, weil sie halt allen quasi zugutekommt. Auch denen, um die man sich in den Entscheidungskreisen eigentlich aufgrund seines Milieus oder seiner Schicht nicht kümmern möchte. Und die Maßnahmen, in die was gesteckt wird, das sind dann Maßnahmen, auf die hauptsächlich Bildungsbürger
oder Leute mit Geld dann zugreifen können, weil sie mit dem Kulturkapital reingehen, das auch auswählen zu können und dann das Richtige zu wählen. Das finde ich nicht unplausibel, zumal wenn man das in einen anderen Bereich überträgt, das ist ein anderes Thema, aber das, da fällt mir das immer wieder auf, wenn es um Bildungsreform geht, gerade der weiterführenden Schulen. Es wird zu 90% über Gymnasien diskutiert. Ja. Und nicht über all das andere, wo irgendwie auch nochmal mindestens 50% der Leute sind. Ja. Weil das eben die Welten sind, die Journalisten, Politiker und so weiter zum Großteil kennen. Ja, aber jetzt habe ich es halt bei dieser Voruntersuchung nicht, also bei der Voruntersuchung müsste man jetzt gucken, wer nimmt die überhaupt am meisten in Anspruch. Ja, also, ist stark ungleich verteilt, sozial ungleich verteilt. Ja, also gut, aber. Sozialer Gradient da drin. Aber wer nimmt jetzt die Oberschicht oder die Unterschicht? Ja, gut, wenn die Voruntersuchung, du würdest jetzt sozusagen, ja eben, du würdest das Geld von denen wegnehmen und die fühlen sich aber, sie wollen die haben. Also die fühlen, das sind ja ihre Optionen dann auch. Naja, also, die wollen die halt deshalb haben, weil die Ärzte ein ganz falsches Verständnis haben, die denken, die meisten Ärzte. Sinn, also es gibt eine Untersuchung darüber, ja. Gigerenzer, ah, ja. Kennt man so. Wer sonst? Ne? Genau. Also ich glaube, zu grob 75% überschätzen die. Das sind eben, was ich vorhin gesagt habe, das sind Zahlenspielchen, die Pharmaindustrie macht. So. Also beispielsweise, es ist so, also irgendeine Krankheit, ne, die eh nur in, sage ich mal, ein Promille aller Betroffenen, was er sich tödlich enden würde. Ja. So, ne? Jetzt schaffen die sozusagen, das auf 50 Promille zu senken. Ne? Dann sagen die den Ärzten, naja, das senkt hat die Sterblichkeit um 50% gesenkt. Jetzt denken die meisten Ärzte, ne, 50% hört sich viel an. Die wissen jetzt nicht, dass das sozusagen auf 1000 Personen eine halbe Person ist. So, weil diese Zahlen geben die denen erst gar nicht mehr. Dass es ja vorher sich nur um Promille gehandelt hat. Mhm. Und dann kommt es zu so einer starken Überschätzung. Ja, genau, worauf ich nämlich hinaus wollte, bevor ich irgendwie bei Malthus geendet bin, wo ich auch gar nicht mehr weiß, warum. nee, aber das ist ja auch der zweite Aspekt. Jetzt können wir ja sagen, halt so diese ganze Theologie oder diese ganzen Erzählungen, die dazu geführt haben, dass Dinge so entschieden werden, wie sie entschieden werden. Das wäre jetzt halt, also es wäre nur eine kleine Gruppe, die da im Schatten sitzt und davon profitiert, aber es lässt sich ja auch in diesem Rahmen interpretieren, weil die Voruntersuchung damit wird, was gibt es da, Darmspielerung, irgendwie Mammographie und so weiter. Das ist dasselbe Problem. Wo ich die Vision kriege oder die Idee kriege, ich könnte meine Mittel einsetzen, das Geld, was ich habe, was natürlich dann auch in ökonomisch stärkeren Kreisen mehr vorhanden ist, per Definition. Also ich kann das potenziell auch für meine Gesundheit, also es steht auch potenziell für viele Dinge, aber es steht auch potenziell noch mehr für meine Gesundheit und deswegen ist es gut, das zu glauben, zumal man, wenn man in dieser Denke des technischen Fortschritts ist, dann ist das auch plausibel, dass diese Techniken dann halt entwickelt werden und so und die immer besser werden und so. Und auf der anderen Seite, was du erzählt hattest mit dieser Rauchstudie, davon tendenziell eher so in den oberen Schichten profitiert wird, weil in Unterschichten viele Faktoren sind, die sowieso schon das Leben beenden oder mit einer höchsten Wahrscheinlichkeit das Leben beenden. Es ist natürlich klar, dass in solche Ideen nicht viel investiert werden kann, weil in ökonomisch stärkeren Schichten natürlich aus sich heraus das Potenzial besteht, ihre Lebensumstände so zu gestalten, dass Umweltrisiken minimiert sind, weil halt die Potenzialität des Geldes in kulturelles Kapital, wenn man mit dem Bild oder halt stumpf in Informationen umgesetzt werden kann oder auch halt das durch eine bestimmte Wohnlage, bestimmte Benutzung von Verkehrsmitteln und so weiter, die in Anspruchnahme von Sportstudios und Yogakursen und hast du nicht gesehen, kann natürlich die eigenen Lebensumstände dann halt aktiv verbessert werden. Und dann kommt natürlich auch diese Idee zustande, das ist dann ja tatsächlich eigene Investition. Also ich investiere dann ich treffe Entscheidungen, die meine Gesundheit helfen. Und wenn das so ist, dass die Gesundheit durch Entscheidungen beeinflusst wird, das bedeutet dann ja, wenn in anderen Gruppen, also es wird ja gar nicht in Gruppen gedacht, sondern andere Menschen, die früh sterben, was falsch gemacht. Die haben sich falsch entschieden. Die haben sich vielleicht, die wollten nämlich rauchen. Deswegen sind sie, sie halt undiszipliniert, weil sie halt rauchen wollen. Die wollen halt fett essen. Die wollen ganz viele Dinge tun. Die wollen sich nicht bewegen. Und man kann es vielleicht so zusammenfassen, Geld geht dorthin, wo, also in die Handlung und nicht in die Lage.
Es gibt eine Studie, dass Menschen nicht, also eine Studie, das klingt jetzt so, aber es gibt die, also die Beobachtung, dass Menschen nicht gerne, also gern Leute helfen, die in einer bestimmten, also vorbeschützen, vor bestimmten Handlungen, ja, aber nicht Leuten, die in einer Lage sind, obwohl die den gleichen Tod sterben wie durch eine Handlung, die ihnen angedeihen würde. Aber vor der Handlung möchte man schützen, aber nicht vor der Lage. Es gibt ja auch dieses Schöne, wenn du es auf eine individuelle Ebene zurückführst, wenn es darum geht, wie Leute psychisch Fehler verarbeiten. Bei eigenen Fehlern ist es die Umwelt, die irgendwie dafür verantwortlich ist, dass immer nichts passiert. Wenn andere Leute Fehler machen, ist es Unfähigkeit, Rücksichtslosigkeit, was auch immer. Das ist ja genau das Gleiche. Ja. Diese Verschiebung, dieses Locus of Control, wird man das jetzt in der Psychologie nennen. Dieses, okay, ich kann das kontrollieren. Und da ich das kontrollieren kann, muss die Umwelt schuld sein. Mhm. So, und bei den anderen, die können das kontrollieren. Also ist das schiefgegangen, also müssen die schuld sein. Ja. Und ich glaube, also dann halt in die Investition in Heilungstechnik. Also, dann müssen wir einfach hier dir das Mikro mit nach Hause geben. Dann sagst du das wie. Nee, ich wollte eigentlich mal, wir hatten uns in den letzten Wochen über Gigerenzer ein bisschen, also irgendwie tauchte der mal auf. Und der hat ja... Und der ist ein großer Fan von Schachuhren. Der sagt ja, wir sollen mit Heuristiken leben. So grobe Leitlinien, weil man nicht alles ausrechnen kann. Und jetzt habe ich mir mal 4 Heuristiken, so, die hat er da genannt. Ich habe die mal so schnell mitgeschrieben, ich hoffe, ich kann das entziffern. Und mir fiel auf, dass das Heuristiken sind, mit denen du zwar überlebst, aber irgendwie keine Wissenschaft machen kannst. Aber er sagt, diese Heuristiken sind sehr gut, um in der Wirtschaft, in Unternehmen zu bestehen. Und es gibt ja auch Beobachtungen, dass Soziologen, wenn die gleich aus der Uni oder aus der Uni in die Firmen kommen, erstmal sagen, wie denken die denn hier? Ich glaube, das haben wir, die wir schon hier arbeiten, auch durch diese Phase. Und jetzt, ich lese mal vor und dann können wir mal sehen. Also, ob diese Heuristiken, also diese Leitlinien, so, sind es dann eher für die wissenschaftlichen Denker auch gut wären, ob wir die so annehmen würden. Erstens, wenn mehrere Optionen zur Verfügung stehen, wähle das, was du kennst. Mach mal die anderen noch. Aber das kann doch jetzt nicht gut oder schlecht sein. Also ob das gut oder schlecht ist, kann sich doch nicht dadurch offenbaren, dass du jetzt die nächsten liest. Naja, gut, aber wie sehr man drauf eingeht oder das mit den anderen. Ich habe ja nur 4. Ja, lies doch mal alle 4. Ja, lies alle vor. Aber dann ist die Überraschung. Lies alle vor. Zweitens, wähle das, was beim letzten Mal funktioniert hat. Drittens, konzentriere dich auf die wenigen Infos, die du hast und lass alles andere aus dem Blick. Und viertens, denk nicht so viel darüber nach, habe ich mir aufgestellt. Also da geht es darum, dass die erste Entscheidung, sofern du Erfahrung mit einer Sache hast, nicht als Anfänger, da musst du rational sein. Aber also der nochmal. Ja, du nickst das ab, aber das Mikro kennt das noch nicht. Also Gigerenzer sagt ja, Intuition oder nicht, wenn du in einer Sache Erfahrung hast, verlass dich auf die Intuition. Wenn du keine Erfahrung hast, verlass dich auf den rationalen Verstand. Und also nimm das, was als erstes kommt, da greift er auf eine Untersuchung zurück an Handballern, deren Option wurden umso schlechter, je länger sie Zeit hatten, darüber nachzudenken, was sie denn in welchen Situationen spielen würden. Ja? So. Und ich habe mir so überlegt, wenn das die Lebensmaximen sind, können wir das in der Wissenschaft überhaupt nicht. Also dann sind wir zu Recht lebensfremd eigentlich als Wissenschaftler. Ich möchte zunächst mal auf die ersten beiden Thesen hinweisen. Denn die erste These ist, wie war die erste? Wähle das, was du kannst.
Also wenn was du kennst, das, was du kannst, ist schon sinnvoll. Wenn mehrere Optionen zur Verfügung sind, wähle das, was du kennst, und die zweite These war nämlich? Wähle das, was beim letzten Mal funktioniert hat. Da ist ein gewisser... Das würde ja automatisch dazu führen, dass niemals etwas passieren, also niemals das gewählt werden kann, was man nicht kennt. Weil selbst was man kennt, das kann ja gescheitert sein, bloß man hat ja keine anderen Optionen, weil man das, was man nicht kennt, nie durchgeführt hat. Also dann konnte es auch nie funktionieren. Genau, es würde halt nie zur Verfügung stehen, während das, was man kennt, ja oft halt so einen gewissen Prozentsatz halt an Funktionalität vielleicht hat oder an Fällen, wo es geklappt hat, weil, man kennt es halt so. Das bedeutet, man hat es ja irgendwo kennengelernt und dann ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass es zumindest einmal geklappt hat, und zwar als man es kennengelernt hat. Mhm. Das führt einen natürlich... Naja, du kannst eine Sache lernen und die scheitert und dann hackst die ab, dann kennst du sie, aber du nutzt sie jetzt erstmal und pass auf, es gibt ja eine Situation, wo das schon vereinbar ist, diese zwei Punkte, nämlich wenn du irgendwann mal was gelernt hast, es hat nicht geklappt, du bist gescheitert, du kommst in eine neue Situation, wo du wieder diese Option hast, genau das zu machen, oder zwei Sachen, die du noch gar nicht kennst. Dann solltest du das wählen, was du kennst, und scheitern. Dominik sagt gar nichts dazu. Doch, ich wollte Thomas halt auch sprechen lassen. Da haben wir keine Chance. Also außerhalb von Wissenschaft würde ich sagen, sind 1 und 2 auch total Prinzipien, die ich sehr häufig anwende. Innerhalb von Wissenschaft mache ich es nicht immer, weil es da halt nochmal spezielle Anforderungen gibt. So ein spezieller Bereich in meinem Leben, der auch deutlich anders ist. Es ist einfach unter den vielen Dingen, die es gibt, immer so viel Schlechtes oder Gutes, von mir aus auch Gutes dabei, aber das sehr Gute ist sehr wenig. So. Und genau. Du kennst nur das Gute. Naja, also mir reicht das, ne? Ich kenne ausreichend Gutes oder ausreichend sehr Gutes, ne? Und ich brauche meine Zeit nicht damit verschwenden, Gutes oder Befriedigendes kennenzulernen. So. Andere machen es anders, die setzen immer so, ne? Die würden sagen, ja, wieso liest du ein Buch 4 oder 5 Mal oder so, sage ich. Naja, es gibt nur 1% aller Bücher, die sehr gut sind. Ne? Warum soll ich meine Zeit zu viel? Also da kann man schon unendlich viel Zeit reinstecken in diese schlechten, mittelmäßigen Dinge. Darauf habe ich halt keine Lust. Geht mir bei nahezu allem so. Und deshalb bin ich so, ich habe eine Offenheit natürlich auch für Neues und Unbekanntes oder so. Aber für mich ist es kein Selbstwert. Oder zumindest, sage ich mal so, ist er nicht der höchste Wert unter denen. Es ist, es ist, glaube ich, auch eine Frage, auf was für einem Abstraktionsniveau man diese Heuristiken anwendet. Ne? Ja. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, in der Wissenschaft, ich sehe einen, also ich mache meine soziale Forschung so und ich gucke mir jetzt eine neue Gruppe an. Mhm. So, und dann, ich habe schon bei anderen habe ich ein fertiges Modell, so wie ich, welche Handlung was bedeutet, welcher Ausfluss, welche Kommunikation was bedeutet, so, und das lege ich jetzt da wieder an, weil das hat schon immer gut funktioniert und das kenne ich. Und es wird mir natürlich auch da immer wieder Ergebnisse rausbringen. Dann würde ich die Regel erfüllen. Ich würde diese Regel aber auch erfüllen, wenn ich hingehe und sage, okay, das ist zum Beispiel auch eine Herangehensweise, also wie ich versuche, mit sozialen Phänomenen umzugehen, Techniken, um die Dinge zum Sprechen zu bringen. So, ne? Also wenn man das, ich glaube, unter Sozialwissenschaftler geläufiger Terminus. Also dass man eben nicht dann halt so strikte Muster hat, an denen hat man eben probiert, sondern dass man eine abstraktere Technik hat, mit der man hofft, dass die sozialen Gegenstände einem sich ihrer jeweils spezifischen Muster offenbaren. Das wäre natürlich, wenn man das auf diese abstrakte Regel wird, wieder das gleiche wie bei dem ersten, wo ich allerdings auf meine strikten Deutungsmuster abhebe. Sowohl im ersten wie auch im zweiten Fall hätte ich mich an diese Heuristik gehalten, jeweils nur auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus.
Also ich würde sagen, das ist schon alles problematisch, weil ihr kennt ja auch die Metapher von dem Hammer. Hast du einen Hammer, siehst du überall Nägel. Ja. Und wir müssen doch in der Wissenschaft ganz stark daran arbeiten, aus diesen gewohnten Denkbaren rauszubrechen. Und ich überlege mir gerade, ob das eine Heuristik ist bei Wähle, was du kennst, die man überhaupt Menschen an die Hand geben soll, weil ich eher den Eindruck habe im Alltag, dass die Leute das sowieso am liebsten machen. Es affirmiert halt die Strukturen, in denen sie sich bewegen. So, und es wird deswegen auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, deswegen würde ich gar nicht sagen, dass diese Regeln halt falsch sind. Es kommt darauf an, auf was man hinaus will. Ich spreche jetzt von Wissenschaft. Natürlich haben die sich ja irgendwo bewährt. Ja, ja. Na, es kommt aber auch, wenn man außerhalb von Wissen, es kommt darauf an, auf was man hinaus will. Es gibt meiner Meinung nach, würde das auch zu relativ erfolgreichen Handlungen führen. Also Erfolg dann definiert nach dem, was man sich als Konsequenz der Handlung erhofft. Weil wenn sich die Mehrzahl der Leute daran hält, die Erwartungen stabilisiert werden, sodass man halt auch feste, also dass man dann schon fast in den Rahmen von Kausalitäten rutschen kann. So, ne? Also dass es feste Ursache-Wirkungsmechanismen auch auf soziales Handeln gibt. Und das, aber die Voraussetzung dafür ist ja gerade, dass jeder sich doch bitte daran hält, dass das Bekanntes wiederholt wird und dann das ja auch beinhaltet, dass wenn ich irgendwelche Informationen kriege aus einer Handlung, die mir gegenüber ist und so weiter, dass ich da darauf auch auf eine bestimmte Art und Weise reagiere. Und das ist dann die Voraussetzung, dass auch meine Handlungen dann halt wieder den gewünschten Effekt haben, immer wieder und regelmäßig. Weißt du, also es vermehrt die Struktur. Da entlarven wir jetzt den Gigarenzer, der macht auch Statistiken. Der will nur, dass seine Statistiken zukünftig besser laufen, weil wenn der diese Heuristik reinkriegt in die Köpfe der Bevölkerung, und die machen immer das, was die kennen, dann kann er natürlich die Vorhersagekraft, die ist dann entsprechend hoch. Ich wollte nur ganz schnell, kennt ihr das nicht? Ihr seid doch auch mal zur Uni gelaufen. Und in Duisburg war mein Weg zur Uni immer derselbe und ich habe gelitten. Ich mag es nicht, dieselben Wege zur Arbeit zu fahren oder ich hasse das wie die Pest. Und dieses Paradigma steht doch schon diese Heuristik steht doch schon unter dem Effizienzparadigma. Wenn wir hier am Tischrollenspiel oder so sitzen, dann sagen wir auch nicht, oh, was spielen wir heute? Ja, Mensch, ärger dich nicht, kennen wir. Ja, dann haben wir da. Das würde gar nicht funktionieren. Ja, aber am besten ohne Würfel. Am besten die Zahlen einmal würfeln und die Zahlen aufschreiben, dass man die immer wiederholen kann. Also so hat er das bestimmt nicht gemeint, so, weil du kennst ja auch mehr als nur ein Spiel, sondern es geht halt darum, dass man in der Regel nicht erstmal das Fremde wählen soll, was er sich neu aneignen muss, oder? So ist es doch. Ich denke schon, dass er das so meint. Genau. Mensch, ärgere dich nicht, sondern in dem dir Bekannten so. Und dann wäre das Nächste, ja, was weißt du, was funktioniert? Wir wollen jetzt Freude haben, beispielsweise im Spiel. Nimm ein Spiel, was du kennst, wo du weißt, da hast du mit solchen Typen wie uns schon mal Freude gehabt. So. Und natürlich kannst du alles andere auch in Betracht nehmen und kannst denken, naja, aber da gibt es bestimmt Spiele, die kenne ich gar nicht. Vielleicht soll ich mich erstmal über all die informieren. So. Mhm. Und also das kann man natürlich alles machen, ist aber für den Alltag total unbrauchbar, dieser Ansatz. Ja, das war natürlich überspitzt. Aber ich glaube, ein Problem, was darin stecken könnte, das ist auch, wenn sich dann aus diesen Verbindungen, also wenn mehrere Menschen sich daran halten in der Gruppe so und diese und damit dann halt irgendwie eine Struktur bilden, wenn es da drin Probleme gibt, hast du ganz wenig Möglichkeit, dieses Problem, also es wird eskalieren. Weil sich die Handlungen immer wiederholen, das Problem immer noch vertiefen, immer noch verstärken, bis es dann letztendlich eskaliert. Und das ist dann natürlich eine Voraussetzungsfrage. Man könnte natürlich dann argumentieren, evolutionär, ja gut, alle Leute, die Erfahrung gemacht haben, halt mit Lösungen, die für einen Moment halt gut waren und die deswegen reproduzieren, aber auf lange Sicht schlecht, naja, die schaffen sich ja ab, weil es eskaliert und dann ist es weg. Naja, aber das, was evolutionär würde man doch sagen, das, was du kennst, hast du ja schon mal überlebt. Irgendwie, sonst würdest du es nicht kennen. Und wenn du jetzt zwei Optionen hast, nimmst du das, was du kennst, weil es geht ja hier nur um Wahrscheinlichkeiten, es ist ja keine Sicherheit.
Also das sagt ja Gigi Ganser nicht, sondern wenn du dein ganzes Leben danach ausrichtest, wirst du da weiterkommen, als wenn du immer sozusagen irgendwo hingreifst und was Neues nimmst und dort was Neues und dort was Neues. Das kommt drauf an, in welcher sozialen Position du bist. Dann kann das Neue auch eine Verbesserung darstellen. Es ist vielleicht umso nützlicher, sich daran zu halten, umso besser auch seine Position ist. Umso weniger man Interesse daran haben kann, zu ändern. Die Sache ist, du wirst ja auch sozialisiert. Wenn du wirklich als Wissenschaftler arbeitest, musst du bestimmte Heuristiken, die für die Alltagswelt sind, die musst du ausblenden. Ach, Alltagswelt ist super. Ich bringe es mal gerade nochmal auf die Wissenschaft so, weil da kann man jetzt diesen Strang auch ewig verfolgen. Und zwar, jetzt habe ich angefangen, an einem Papier zu arbeiten, das zur Inanspruchnahme von Schreibberatungsangeboten. Ne? Aus dem Titel, aus meinem Arbeitstitel, geht eigentlich schon hervor, da kann ich euch sagen, das ist ein Konzept das kommt so aus der Gesundheitsforschung, Inanspruchnahme von ärztlicher Versorgung, von Hausärzten oder was weiß ich so. Ne? Schreibberatung kommt aber eher aus dem Bereich der Bildungsforschung, ist dort viel näher. Ne? Und dort habe ich mal ganz ehrlich gesagt noch nie das Wort Inanspruchnahme gelesen, zumindest nicht an zentraler Stelle. Die sprechen dann eher von Teilhabe, Partizipation oder was die. Also die haben irgendwie andere Begriffe. So. Das kommt auch daher, weil die ganz andere Konzepte haben. So. Mir ist das eben schon klar, zumindest in dem Fall ist es mir ein Stückweise ist es mir klar. Passiert mir manchmal auch, dass mir sowas nicht klar ist. Aber ich habe mir jetzt auch gesagt, ich nehme jetzt hier erstmal was ich kenne und was ich weiß, was funktioniert. So. Und das entspricht ja genau diesen ersten, zweiten Punkten und ist jetzt so im Bereich von Forschung ist es gerade sehr gut. Und manchmal, hier in dem Fall habe ich das auch so gemacht, ich würde sagen, diese Gesundheitsforschung ist eine mit der am weitesten vorangeschrittene Forschung hat, also, und es wäre auch plausibel, wenn man sagt, was da immer an Geld reingepumpt worden ist, ne? Und wie alt die auch schon ist, so welche Tradition die hat, muss die schon sehr weit sein. Und manchmal so schauen die Bildungsforschung und als Gesundheitsforscher, also machen ja auch manche Ärzte so, es gibt doch den, wie heißt dieser Psychiater, der da seine Fantasy-Sendung macht? Spitzer. So, ne? Der macht sich ja, sagt auch so, Bildung ist sowas Wichtiges, ne? Quasi als dass man es den Stümpern da mal gerade überlässt, ne? Und macht auch manchmal so Vorschläge, wie denn Bildungsforschung eigentlich ablaufen müsste. Ne? Mhm. Und das ist jetzt natürlich etwas sehr krass so. Ich kenne auch Bildungsforscherinnen, die sich sehr über ihn aufregen deshalb. Ne? Aber dann komme ich in solche Bereiche neu rein, die eben nichts mit der Gesundheitsforschung zu tun haben, dann denke ich mir, wenn ich da mal ein bisschen was Gesundheitsforscherisches übertrage, ist es eigentlich ein Gewinn, so, weil das einfach viel weiter ist. Und hat für mich nur den angenehmen Nebeneffekt, dass ich mich nicht mit deren Konzepte noch, die ich auch nicht als so fruchtbar wie die aus der Gesundheitsforschung halt, befassen muss. Und zu erwähnen, was du sagst, das hast du aus dem Alltagsleben. Ich würde halt auch nicht Wissenschaft und Alltagsleben differenzieren. Das ist für mich einfach nicht haltbar, weil... Weil du schon so verwissenschaftlich bist. Nein, ich meine halt, ich glaube, ich würde mal vermuten, für sämtliche Personen, für die nicht hier im Raum, aber auch für alle anderen, die wissen, ist Wissenschaft Teil des Alltagslebens. Was soll man dazu sagen? Ist halt ein Wort gewählt, dann sagt Privatleben. Das halte ich für unfruchtbare Begriffe. Das Ding ist einfach nur, dass da auch wieder vielleicht in, so ein bisschen die Wissenschaft ist die Schneeflocke und die ist noch mal ein bisschen besonderer als alle anderen Schneeflocken die so als Sozialsysteme irgendwie fungieren und wie du auch gerade das in deinem Beispiel erläutert hast. Es ist eine Frage, ob diese Dinge angewandt werden. Ich glaube, sie werden auch generell in der Wissenschaft angewendet, diese Heuristiken bloß halt sie begegnen uns da in anderen Formen. So, ne? Eben nicht, dass man halt genau die gleiche Handlung, sondern es gibt halt wissenschaftlich zum Beispiel halt die eine etwas generellere wissenschaftliche Methodologie, an die sich im Prinzip fachübergreifend alle
alle halten. Ne? Es gibt zum Beispiel die formale Logik, an die sich alle halten. So, man könnte jetzt auch sagen, ja gut, wir haben halt mit formaler Logik, funktioniert für uns einfach halt. Ne? Also, dass man die im Prinzip überall anwendet. Aber man könnte halt auch da könnte man sagen, ja, das ist halt eine Heuristik, die man für sich als brauchbar. Formale Logik ist zum Beispiel ein Ding, was vielleicht in anderen sozialen Kontexten überhaupt nicht so fruchtbar ist. Es ist eine Frage, auf was man als Horizont da ist halt, und warum das jetzt diese Frage, glaube ich, so aufgekommen ist, macht man das in der Wissenschaft, kann man sich auf diese Heuristiken überhaupt verlassen? Die liegt einfach daran, dass man bei diesen Dingen halt so, was man außerhalb wissenschaftlich so sieht, vor Augen hat, und das einfach, wo man natürlich dann aus der Perspektive der Wissenschaft dann halt sieht, wo das die eingefahrenen Muster sind, die im Prinzip unbegründet, ne, wie das halt immer so ist bei Axiomen, halt reproduziert werden, und dann aber halt aus seinem eigenen Blickwinkel dann die eigenen Axiomate, auf die das genauso zutreffen würde, überhaupt nicht mehr sieht. Aber du müsst doch in Wissenschaft Neues. Also Wissenschaft soll neues Wissen herstellen. Wir sind ja jetzt ganz stark, also ich überlege ja nur, ich habe noch keine wirkliche Entscheidung getroffen, ob ich mich danach verhalten möchte. Es ist alles vorbei. Das war der Sovi-Stammtisch. Es unterhielten sich Dominik, Dr. Nils, René und Thomas.